Wait, I got one shot by Syndra's Fort? Oh my god, we lost! Wow. We lost! Wait, I got one shot by Syndra's support! Wow. I told you, Vincent, I'm bad. Three. It's okay. Careful, Talon. Oh! What the fuck? Listen, I think that anybody who minimizes something like this as just a game, that is such a wrong and bad take. Technically, it is a game, but just think about anything in life, like, oh, it's just a job, oh, it's just, like, a hobby, or it's just this, it's just, like, whatever you pour your heart into, whatever you pour, like, your passion and soul into, minimizing it as just, like, a thing, it's such, like, a toxic way of looking at things, because to some people, it's just a game, but for a lot of people, it's the way you can express your competitive nature. It's something you can, you know, put your passion into. And for a lot of people, it's not just a game. It's like, it's your whole life. And there's nothing wrong. Reinbringen. Mit diesem Elder-Drachen. Man hat ihn schon auf 8000 AP Sleeping und Zedos mit der Flank. Man ist sehr tief hinten drin. Die Aphelios Ultimate trifft nicht. Das war wichtig. Rux Flash raus, 3000 MP, Bullet Time wird eingesetzt, 2 geht nicht durch. Olaf hat diesen Drachen, Flash drauf, sein Nukeswürfe geexecutet. Genauso wie Aphelios und Sleeping versucht das Team noch am Laufen, Leben zu halten. 3 Leute sind schon gefallen, der selbst ist in GA, versucht über die Wand zu kommen, schafft das Ganze auch und Zerdus nach unten zu laufen. Schalke 04 hat diesen Drachen verloren und das ist so, so ärgerlich mit der Bombe, sollte der Elderdrache auch hier das bekommen. 4 Spieler sind gestorben. Alleine die Supermindest in der Basis von dem Movie Star Riders kaufen hier noch ein wenig Zeit. She didn't have ult. I don't know, I was just thought she would have ult. Or wouldn't have it since they recalled, but it's all good. Oh. Bro, you should have just saw what I saw top lane. Versucht das Schlatan und wieder das nächste Ziel zu filmen. Matislav hat guten Schaden gegen Tanks, Binso allerdings mit dem Flash und gerade jetzt. Okay, der rennt ein bisschen, das muss man ihm lassen. Aber man hat gerade das Ornhorn investiert. Man hat gerade die Asia Ultimate und die Orn Ultimate investiert, um unten vielleicht einen Catch zu finden und Binso jagt einfach. Die Movistar Riders sind in der Basis. Die sind einfach an diesem einen Turm dran, die Recalls brauchen so lange. Binso ist eventuell in der Lage, hier noch den ADK zu catchen, damit weiter zu raten. Das sind nur zwei, das ist nur einer in der Basis. Das ist nur nicht Sinn. Die Movistar Riders haben den Sieg. Was war das? Ein Kick? What? What? Beratung, gerade so ein Trundle, gerade so einen Mordekaiser freuen sich extrem darüber. Bando schnappt sich hier nochmal den Silien, der versucht ein bisschen Zeit zu kaufen, aber guckt euch den Schaden von diesem Juggernaut an, sollte gleich in der 1 gegen 4 Situation stehen, flasht jetzt nochmal gegen die Arte-Wall und damit kriegt man aber den ersten Kill für Ezreal. Hades hat die Items, um hier aufzuräumen, vielleicht ein bisschen zu tief drin, denn Zugenda hat noch etwas dagegen. Sansara wird nochmal abgekillt, Triple Kill, das könnte eine Quarter Kill werden. Hades, nein, Mordekaiser kriegt den Eisen und Trundle den zweiten. ADAC hat ja tatsächlich ein Ace rausgeholt. Yeah, of course. This is just a reflection of like how the info is relayed to the community, you know? Like I have no like ill will or I know like negative intent or feelings about Dom Loco, Monty Thorne, any of them dudes. Like I don't even know if Monty or Thorne even said anything about me. I got nothing against them. Just speaking about like just what they're doing, you know? Like that whole like having a show and talking about the scene and that kind of stuff, I just couldn't see myself doing it, you know. Not to say that it's a bad thing or talk negatively on them or anything like that. Just hard for me to understand that POV, you know. Probably because I'm a pro, right? And I understand the POV of the people they're talking about, which makes it a lot harder. But yeah, nothing against them.
Especially Thorin. Thorin's always been a homie to me. I don't know Monty personally, so I can't speak on that, but Dom, Thorin, and Loco are always, they've always been homies for me. Don't really have any thoughts on Thorin's war against TSM. Dude went off the deep end a long time ago. Shallow Newt, thanks for the 5 months. Or sorry, thanks for the 5 subs.